Hey Leute, hier ist Hunted. Ja, nachdem wir die letzten Tage viel geholt haben, wollen wir heute wieder mal ein bisschen Gameplay machen. Und ja, ich muss sagen, mich hat's Zeug gepackt. Ich habe noch mal ein paar Gems verholt auf der Suche nach Harpy. Kann schon mal sagen, die war leider nicht dabei. Aber es gab auf jeden Fall Zuwachs, heißt Helden, die ich noch nicht hatte. Und ihr seht, es gab eine Kalypso heute. Die hat inzwischen einen Dreier-Quicken. Und es gab den Trentau, den Baum, auf den ich gespannt bin. Für den gab es auch noch einen 5er Edson. Ich hatte ja noch ein paar Reroll-Karten. Ganze habe ich heute schön im Garten alles verrollt, deswegen auch kein Video dazu. Aber ich denke, ihr seid nicht traurig. Wir haben ja so viel gerollt in den letzten Tagen. Ja, es wird noch ein bisschen dauern, bis wir den einsetzen können. Mir fehlen ein bisschen die Ruhmpunkte, um den abzugraden. Na gut, vielleicht 10.000 Ruhmpunkte, wenn wir das Questbot nochmal machen oder zufällig beim Bosskampf da sind. Können wir vielleicht heute noch upgraden und weiter einen Meißeln. Ziel ist jetzt, den auf 7 von 10 zu bringen und dann im Lost Battlefield vorne in der ersten Reihe mit Edson mal zu testen. Inwieweit, wie stark das Talent ist, wie oft es proggt, um dann quasi sein Schild auszulesen, wahrscheinlich mit einer Wiederbeleben-Rune. Und dann mal schauen, wie stark er ist, ob er sich im Lost Battlefield bemerkbar macht oder nicht, oder wie sein Ätzend-Talent da funktioniert. Generell werden wir den in nächster Zeit mal testen. Ja, sein Skill funktioniert ja mit dem Wiederbeleben leider nur in Angriffsmodi. Da haben wir auf jeden Fall einiges zu testen und auszuprobieren. Den will ich hochziehen. Dann ist heute der Druide 10 Sterne upgraden worden, heute Morgen, damit der Ork wieder raus ist aus dem HBM-Team. Der wird zwar noch auf 180 gebracht, aber ich bin mit der Heilung nicht ganz so zufrieden. Ja, Mino ist heute zusätzlich noch 8 von 10 geworden, in der Hoffnung, dass wir damit bereits den 57er Darmwurm farmen können, und das wollen wir gleich mal testen. Aber ich gehe mal davon aus, dass es noch nicht reicht, so wie ich mir das vorstelle. Also er wird wahrscheinlich noch das Upgrade brauchen auf Max. Also Ziel ist, dass die Helden eigentlich hier hochstacken schön und dass der Mino hier so aufgeladen wird, dass er mit seinem Proc im Grunde, ja, genau dieser Proc soll kommen. Oder er müsste am besten zweimal in dem Kampf proccen. Ja, und hier ist mit dem zweiten Proc ist alles relativ weg, aber ich denke, wir brauchen 9 von 9. Oder ich habe da. Ah, Druide verloren. Ja, es reicht eh noch nicht. Obwohl er jetzt einen Dreier Kriegsgott drauf hat und 90 eingemeißelt ist, denke ich, brauchen wir noch die Erhöhung auf den nächsthöheren Skill-Level. Obwohl es jetzt auch schon durch den Proc, wenn er dann so hochgesteckt ist und alles weghaut, kann man noch experimentieren. Aber ich denke, momentan reicht es einfach nicht, weil sein Skill noch nicht genug Gebäude trifft. Da brauchen wir noch das Upgrade hier auf 50 zufällige Bodeneinheiten oder vielleicht mal den Geistermager testen. Ich habe nämlich ein schönes Video von Chrome bekommen, unserem Gildenleiter. Der hat das Ganze. Achso, und den müssen wir den Druiden wiederbeleben. Na gut. Beim 57er Dungeon so weit, dass er in dem Bosskampf hier alles weghaut. Und da wollen wir natürlich auch hin. Jetzt haben wir den Geistermager noch. Verlangsamen haben wir jetzt nur. So, und jetzt sollen die Helden hier schön hochstacken eigentlich. Schön gebufft. Und dann soll irgendwann der Mino-Proc kommen. Da ist er. Aber es reicht eben noch nicht aus. Jetzt ist er im Cooldown und jetzt muss der zweite Proc irgendwann kommen. Und der haut jetzt alles weg. Ziel ist natürlich auf lange Sicht, diesen 57er Dungeon gut farmen zu können. Auch nur nicht die maximale Anzahl an Helden dabei. Gucken, vielleicht kriegen wir es auch noch besser platziert. Ziel ist, dass er in dieser Phase, wo er hier ist, mit dem ersten Proc hier oben möglichst viele Truppen aushaut, der Geistermager eventuell noch ein paar Gebäude zerstört. Und jetzt hier so schnell mit dem zweiten Proc soll der Kampf eigentlich spätestens vorbei sein. Also optimalerweise geht es eigentlich im Bosskampf alles down. Mit dem Magier ist schon ganz schön. Es laufen sie aber lange im Tier rum und man will einfach nicht so viel Zeit hier verbringen. Obwohl es schon viel besser ist als mit 7 von 10, muss ich ja sagen. So, hat der Geistermager seinen Rest getan. So dass man langsam überlegen kann, ich bin immer so jemand, der sehr zeiteffizient spielt. Und das dauert hier einfach zu lange, den Dungeon zu machen. Das ist das so das Problem. Ja, dann habt ihr schon vielleicht gerade noch gesehen, der Geistermagier hat auch noch ein Upgrade bekommen. Was heißt ein Upgrade? Der hatte vorhin ein Bollwerk, ist noch ein Kriegsgott und 5er gekommen. Und da man den Geistermagier nicht bei HBM oder sonst wo dabei hat, ah, der war schön daran, habe ich dem jetzt einen Kriegsgott verpasst, weil welchem Helden sollte ich sonst sinnvoll geben, bei denen, wo ich die Karten aufgebraucht habe, um noch ein Talent zu kassieren für den Baum. Ich bin mit Edson sehr zufrieden. Also da bin ich gespannt auf das Talent. Haben ja in letzter Zeit einige getestet. Und so ungefähr soll es sein, ne?
gebufft, der hat drei Buffer bei der Mino, aber er muss eben alles weghauen und mit. Ah, es ist auch noch umgekippt. Na, nicht so schlimm. Und einfach mit dem nächsthöheren Level macht er mehr Schaden und trifft noch mehr Ziele. Aber es ist natürlich einfach eine krasse Anzahl an Splittern, die wir nochmal reinhauen müssen, zumal wir jetzt den Baum erstmal auf 7 von 9 bringen wollen. Also da haben wir noch einiges an Arbeit vor uns. So. Ach, toll. Jetzt können wir den Kollegen auch nochmal wiederbeleben, weil wir jetzt ein bisschen Gold brauchen. Wir machen mal unser Standardhelden hier wieder rein. Flat ins Team. So, und Molda rein. Um ein bisschen Gold zu farmen. Weil wir wollen noch schön meinen absoluten Lieblingsmode machen und wir wollen Splitter farmen. Wir haben noch ein paar Karten über, ich glaube 5. Dann kann man noch ein paar Gems da lassen, um ein bisschen zu refreshen. Ja, mein absoluter Rekord an blauen Kristallen, den habe ich letzte Woche aufgestellt. Und zwar habe ich es geschafft, an einem Tag ja 1,3 Millionen blaue Kristalle zu farmen, einfach weil dementsprechend oft der Händler kam. Das hängt natürlich vom Händler ab. So, aber für Lost Realm brauchen wir einfach mal Gold. Also ich habe auch gleich noch zwei Goldbanks, die wir öffnen können. Achso, seitdem ich den Druiden upgradet habe, ist der Druide hier immer vorher, aber ist ja eigentlich nicht schlimm. Wir können den hier mit hinsetzen. Der sollte den Mino buffen nochmal. Nochmal mehr Schaden. Ja, für die Arena kriegt der Mino jetzt auch erstmal wieder einen Schwächen drauf. Ja, ich werde den wahrscheinlich dann doch noch bisschen weiter einmeißeln müssen für den 57er Dungeon. Einfach aus Faulheitsgründen. Damit er im Modus denn. Damit ich die Runen nicht ständig noch wechseln muss. So, jetzt sollte der Mino auch noch mal irgendwas treffen und eventuell aufgeladen werden. Ja, 4 Helden ist schon wieder kritisch. Dass der Mino da überhaupt zum Procken jetzt kommt, ja. Naja, gerade noch so hat er geprockt. Okay, fast 5 Millionen reichen. Dann legen wir mal los hier im Lost Battlefield. Wie ihr seht, haben wir keine tollen Teams dabei. Als Gegner, aber okay. Stimmt das, was ich jetzt überhaupt drin habe an Helden? Ja, sollte. Ja, ansonsten habe ich schon mal eure ganzen Kommentare ausgewertet. Gestern zum Lost Battlefield habt ihr Teams schon mal ein bisschen umpositioniert. Bevor wir, oder im Video nachher, werden wir dann noch mal ein bisschen uns das angucken. Wieso, weshalb, warum? Was habt ihr mir geschrieben? Was soll ich machen? Und dann werden wir heute ein bisschen neue Teamaufstellung testen und ich bin gespannt, wie es läuft. Also Hexer und Arius sind nicht mehr zusammen. Ich bin gespannt. Ich hätte gerne noch eine Harpy heute gezogen, aber nee. Aber zwei neue Helden immerhin. Den Baum und Kalypso. Kalypso werde ich wahrscheinlich nicht so schnell hochziehen. Aber den Baum könnte ich mir ganz gut vorstellen. Muss ich nochmal recherchieren, ob er überhaupt im Angriff seine Fähigkeit da wiederbeleben hat oder nicht. Aber einfach auch das Ätzen finde ich sehr interessant darauf, wie weit der Energieentzug da hinhaut. Da müssen wir mal testen, ob er denn die Pixie ersetzt oder nicht. Na, wir nehmen hier noch die Truhe mit. So, hast du jetzt alle Minen sind, glaube ich, auf 20. Die können wir jetzt anfangen auf 21 zu ziehen. Und dann werde ich mal wieder ein paar Talente upgraden. So, Succubus. Ah, bisher war der Händler ja noch nicht da. Ja, man spielt den Modus eigentlich nur noch für den Händler, muss man sagen, sehr gerne. Und natürlich jetzt für rote Kristalle, damit ich noch ein paar Talentlevel upgraden kann. Aber der Händler ist hier die Einnahmequelle für blaue Kristalle schlechthin. Gucken, dass ich nachher gleich noch den Baum, wenn ich ihn aufwerten kann oder aufleveln kann, dann gleich noch einmeißel ordentlich, dass ich das nicht vergesse. Ja, wird noch ein bisschen dauern, bis der Baum einsatzbereit ist. Aber wenn er dann soweit ist, dann werden wir ordentlich mit ihm mal durch die Modi ziehen und mal ein bisschen testen. Auf den bin ich echt gespannt. So, alles weggradiert. Goldene Kiste. Na los, ja. Mal ein paar stärkere Gegner. Ich habe schon lange keine. Am Anfang hat man ja immer so entgegengefiebert auf die wirklich starken Teams. Die habe ich in letzter Zeit auch echt wenig, dass ich mal so eine Herausforderung habe. Ein 170er Team oder sowas hat man kaum noch dabei. So, und die nächsten Stamina-Karten. Ja,
Aber wir könnten da nicht, der Baum ist noch zu niedrig, um ihn hier wirklich einsetzen zu können. Aber mich würde einfach wirklich mal sein Skill interessieren, aber wir nehmen wann raus. Nehmen wir den Eros. Ach komm, wir schmeißen mal den. Schmeißen wir mal raus und schmeißen mal den Baum rein. Ich bin gespannt, der hat der. Ja, zum ersten Mal sehe ich ihn überhaupt hier, wie er aussieht. Er hat ja sein Ätzen drauf und der müsste ordentlich Energie entziehen. Mal gucken, ob man noch sieht, wann das auslöst. Ne, sieht man natürlich jetzt hier nicht. Gestorben ist er auch noch. Er ist nicht eingemeißelt, hat kein großartiges Runentalent. Gucken wir nochmal hier. Vielleicht erledigt es. Ah, sieht schon schick aus, der Baum. Ey, man sieht ja auch nicht, dass er irgendwas auslöst von seinem Passiven. Ja gut, wenn er dann eingemeißelt ist, vielleicht ein schönes Wiederbeleben-Set hat oder sowas. Oder einen Erquicken. Ja, ich weiß gar nicht. Muss ich mal gucken, inwieweit man das sieht. Ah, da sieht man da was. Sieht man so schlecht. Kampf vorbei. Okay, raus mit dir. Ari ist wieder rein. Müssen wir mal in Ruhe testen. Hier konnten wir wenig sehen. So, und der Händler versteckt sich auch heute hartnäckig hier. So, wenigstens Patronen. Okay, auf geht's zum Schamanen. Ja, mal gucken, wie schnell ich jetzt die Splitter zusammen habt, um die Mino dann endlich weiter hochziehen zu können. Das wird ja auch ein bisschen dauern, aber dann ist der 57er Dungeon endlich zügig farmbar. Das ist so mein nächstes großes Ziel. Ja, und wir haben 14.500, immer so, ich will mal so 10.000 rote Kristalle haben, um eventuell noch was upgraden oder aufwerten zu können. Von den Runen. Okay, und jetzt gehen wir auf Stufe 21 Kristallmine mit 11.200. Und ich würde sagen, ja, vielleicht mache ich mehrere Videos jetzt erstmal. Auf jeden Fall war es das erstmal für ein bisschen Gameplay mal wieder und dass ihr auf den aktuellen Accountstand seid. Soweit von mir, eurem Hunted.